Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Deponia. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr so recht, wo wir waren. Stimmt. Bitte. Ich glaube, hier konnten wir so nichts mehr machen, ne? Da sind nur noch Scherben drin. Okay. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Scherben bringen natürlich Glück. Nee, sonst haben wir jetzt so nichts mehr hier. Ich hoffe, ich hab... Hier kommt der Dumm-Depp. Der Depperte-Depperte-Depperte-Depperte-Depperte-Depperte-Dumm-Depp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Stimmt. Das haben wir da in der letzten Folge gemacht. Frage ist, können wir jetzt hier irgendwas machen? Ah, der Gasthaus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Oh, was? Super. Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Na klar. Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen, wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Okay. Hier kommt der Dumm-Depp. Schnell weg. Ja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Stimmt, der Menüplan. Oh, da kann einem schon ein bisschen leid tun. Also hier haben wir aber alles, ne? Stimmt, die Mutter. Aber ich glaube, die Mutter können wir hier mit nichts runterholen. Na, das hatten wir ja schon. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Mm, okay. Aber ich habe jetzt keinen Menüplan. Oder ist der jetzt einfach freigeschaltet? Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz ins Zimmer. Oh, und probier das mal. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Ja, ja. Kann ich Ihnen helfen? Ich würde gern dinieren. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Okay. Das Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken ja. Sie dran. Zimmer 1. Kletis. 12 Uhr. Kletis. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Ja... Ich weiß auch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß überhaupt nicht. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Ja, das gibt's wow, da nicht irgendwas? Frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Ja. Münzgeld haben wir halt noch nicht, ne? Mülltonne.
Ja, hier. Hm. Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Stimmt, da sind Fischabfälle drin. Das Letzte, was hier fehlt, sind Tischmanieren. Aha. So können wir nichts machen mit dem Fröschli, ne? Anpfeffern oder so? Oh. Gesundheit. Hat er niesen müssen. Salzen? Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Okay. Keine Ursache. Ah, jetzt hat er Durst. Ja, klar. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. ja gut, jetzt habe ich hier eine leere Mülltonne. Was kann ich damit machen? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Ich hab keinen blassen Schimmer. Okay. Macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Okay, ich trage selten so gelacht. Ja, aber irgendwas müssen wir doch jetzt da machen können. Oder geht's um den Pelikan? Meine Fresse. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Oder kann man da jetzt hier die Fische rausangeln? So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Oder so. Das kommt davon, Dummschnabel. Okay. Glitschig. Ach, jetzt haben wir wirklich einen Fisch. Ja, der sieht noch ganz manierlich aus. Und der Geruch verfliegt bestimmt beim Kochen. Okay. Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Aber nimm ihm das doch raus. Im Arm. Okay. Was muss ich mit dem Fisch machen? Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Oh. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Okay. Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Doch, die müssen für irgendwas da sein. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Ha. Na, großartig. Da hat man... Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Ja. Der riecht schon würzig genug. Na, großartig. Da hat man... Na, groß, da hat man... Okay. Na, groß, da hat man... Na, groß, da hat man... Kann man wirklich nicht gebrauchen. Also zumindest noch nicht. Ich bin wohl wieder meiner Zeit voraus. Was ich hier mache, sollte ich vielleicht noch gar nicht machen. Ja, hier können wir aber auch noch nichts machen. Wie sieht's mit ihm jetzt aus? Wir haben ja Geld bekommen, hm? Willst du das Geld vielleicht mal haben? Hier, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun, auf zu neuen Gestaden. Mach das habe ich bekommen. Endzeitmensch. Halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Können wir da jetzt rein? Oh. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Dann spül doch. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Wie geht? Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Okay. Also. Können wir, ich weiß nicht, das hier irgendwie gebrauchen? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage selten so...
Okay. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Und die war... Ich dachte immer, das 5-Slotti-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passte und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder es sich in die Nase steckten. So, das heißt, wir haben jetzt eine Münze, die nicht in den Automaten passt? Ah. Aber ich brauche doch ein Pastetchen für Boso, der hat doch Hunger. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Ja, stimmt. Kann man es vielleicht abschmieren? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Okay, man... Alter. Man kann es aber abschleifen mit diesem rauen Toilettenpapierchen. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Nein, nicht für dich. Das ist für Boso. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Schon, ey. Mann, Rufus. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Kann man da mehr Pfeffer reintun? Man kann nie genug Pfeffer haben. Weil er soll ja krippisch werden, ne? Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Na, großartig. Da hat man schon... Okay, das können wir also nicht gebrauchen. Ein bisschen Zahnpasta reinpacken. Zum Verfeinern. Auf die Pastete. Oh mein Gott, kann man wirklich... Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Ah, dann wird er fiebrig. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Das stimmt. Und hier ein ganz besonderer Gott. Gaumenkitzler. Oh, die arme Pastete. Fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Haben wir jetzt alles auf der Pastete? Ist die jetzt perfekt so? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses... Okay. Nee, wir gucken mal, wer die jetzt schon geben können. Oh, der arme Boso, ey. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, blaue sollte, Zunge. Würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Wir haben die blaue Zunge noch nicht. Läuse, Schuppen, Haarausfall. Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein besseres Shampoo benutzen sollen. Dieser verlauste Kopfkissen. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Na groß, da hat man schon... Was würde blaue Zunge machen? Das würde ich noch nicht als... Okay, das haben wir ja schon. Diese Situation ist verkorkt. Richtiger Unter. Okay. Wir brauchen noch irgendwas, was eine blaue Zunge macht. Können wir ihm hier so Schuppen auf den Kopf pflanzen? Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Ja, aber pack es doch auf seinen Kopf mal. Wie ich mein. So, Schuppenshampoo nimmt er erst her, wenn die Schuppen drauf hat. Schuppen kriegen wir drauf mit. Keine Ahnung. Na, großartig. Da hat man einen blassen Schimmer. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Ja, wir brauchen irgendetwas, womit das hält. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial.
Ah. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Okay. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Okay, also Schuppen haben wir schon mal. Jetzt braucht man die Läuse noch auf ihn. Die Frage ist, wie kriegen wir die Läuse darunter? Kann man vielleicht noch irgendwas machen, was ich jetzt gerade nicht weiß? Ist es schon 12 Uhr vielleicht? Ist Klitis schon am Dinieren? Nein, das noch nicht. Ah, okay. Hier gibt es aber sonst auch nichts. Für eine Maschine mehr. Wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Okay, ich wüsste jetzt nicht, was man hier noch machen könnte. Ah, vielleicht gehen wir nochmal in die Wäscherei. Ah, da ist... Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob mir nicht irgendwie noch ein Teil fehlt. Kann ich hier in der Kloschüssel noch was machen? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck selten so gelangt. Das meinte ich eigentlich nicht damit, dass du nur Dreck rumträgst, sondern du solltest es. Ha. Können wir irgendwas bei dem Geist machen? Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je. Also, ich bleibe. Ja. Na los, hopp. Das ist nicht ich, Chef. Und wie willst du... Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln. Oh Mann. Welches... Ich höre gerne Leuten dabei zu. Welches war noch gleich... Ich höre... Lass da... Oh, sehr gern. Ich wollte so... Ein Glück. Wie mein... Schon besser. Können wir das jetzt irgendwie deichseln hier? Können wir ihm das zumachen oder so? Hey, nein. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Oh, das ist... Das check ich überhaupt noch nicht, was wir bei ihm machen müssen. Beim Seher, ja. Dieser Druck. Was, wenn ich versage? Ich bin der Größte. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind. Boah. Aber hier unten haben wir auch nichts mehr. Und den Pelikan haben wir auch. Also das Einzige, was noch fehlt, ist die Kloschüssel, der Geist und der Seher. Doc? Klitis steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ah, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der Super. Menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen leise tritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Klar. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Klitis euch hört, oder? Okay. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören.
Ja, was jetzt? Soll ich da bleiben oder nicht da bleiben? Den Drittelschrauber bräuchte ich halt auch irgendwie, ne? Wenn ich den irgendwie ankorken? Nichts da, Rufus. Ich brauche den... Und ich brauche... Ich sagte... Ist ja schon gut. Ich brauche den halt wirklich. Nichts da, Rufus. Und ich... Ich sagte... Ist ja schon gut. Nichts da. Ich und ich sag, ist ja schon gut. Ja, aber ich kann den nicht nehmen, ne? Du schmeißt das Kissen drauf. Nichts da. Okay. Und ich sag, ist ja schon gut. Okay, okay, okay. Brauche noch irgendwas Blaues. Vielleicht ist das Blaue in der Kloschüssel oder so. Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Na klar. Noch den Drittelschrauber. Ja, wir haben halt auch nichts, womit wir mit der Kloschüssel interagieren können. Ich kann Bosos Anzug ein bisschen tunken. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage selten so gelaufen. Wir tunken ihn nicht das Kopfkissen? Okay, ich hab's trotzdem auch nicht. Schade. Und irgendwas, was klebt? Entschuldigung. Ja, ein Schlauch. Dauert das hier noch lange? Verdammt. Mysteriöse Wäschesekte. Mysteriös und komplex. Ich müsste auch... Verdammt. Ja, aber echt keinen blassen Schimmer gerade. Es kann schon sein, dass wir hier irgendwas beim Gespenstle gerade machen sollten. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Ja, aber was braucht der Gute? Er braucht keine Voraus... Er braucht Voraus... Er braucht kein Voraus... Willst du einen Anzug? Er braucht keine Welt voraus... Okay, auch nicht. Er braucht keine Voraus... Doc, ich hab deine Tasche gefunden. Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Das ist nicht meine Tasche. Bist du dir da sicher? Natürlich. Man sieht doch den Unterschied. Klar sieht man den. Besonders, wenn man so gute Augen hat wie ich. Muss ich die Tasche nochmal tauschen, eventuell? Das könnte noch sein. Wieder gegen Bosos Tasche tauschen. Okay. Hat ja sonst nichts mit drin, ne? Wir haben da alles rausgenommen. Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Und okay. Die passt mir nicht. Aber die Farbe steht mir. Okay, okay, okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. Dass wir die eventuell zurückgeben. Weil wir brauchen die nachher wahrscheinlich nochmal, ne? Hey, Doc. Du rätst nicht. Ich bin... Och, Menno. Immer bitte. Danke, dass ich deine Tasche nehmen darf. Das habe ich nie gesagt. Warum auch? Freunde verstehen sich auch ohne Worte. Klar. Nichts da, ruf ich. Und ich sag... Ist ja schon gut. Okay, das geht also auch nicht. Ich kann den Drittelschrauber einfach nicht nehmen. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, den aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl.
sonst noch etwas gegen sie tun? Okay. Das also auch nicht, dass wir irgendwie Hallo? Selber essen gehen sollen. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Wann ist mein Ich sterbe. Warten Sie, das Essen wird. Ich rufe Sie. 12 Uhr. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur. Wenn Sie ja, ja. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Das war's dann. Kein Problem. Das wär's dann erstmal gewesen. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was der macht. Er geht aber auch. Also es gehen halt auch beide nicht weg, ne? Brauch safe den Drittelschrauber dafür. Verflixt und zugenäht. Kann ich denn hier noch irgendwas kombinieren? Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Diese Situation... Wichtiger Unterschied. Okay. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Habe ich jetzt hier einen Soundbug? Irgendwie ja. Geh ich mal hier hin. Diese Situation ist verwichtiger und... Diese Situation wichtiger. Okay. Diese Situation wichtiger. Diese Situation wichtiger. Der haben wir eigentlich schon alles. Ich versuche jetzt doch noch mal einfach alles. Auf den ersten alles. Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Ja. Halt die im Inventar. Ja. Aber ich sollte keine voreiligen Schlüssel ziehen. Mann. Zahnpasta gehört auf die Klinke, nicht auf den Schlüssel. War das ein Hinweis für irgendwas? Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen lieber am Mann. Aber war das jetzt nicht ein Hinweis mit der Türklinke? Oh, die. Auf den ersten Blick sieht das nach einem Halt. Okay. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Mhm. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Jo. Dieser verlauste yes. Und zweitens, Läuse. Tja. Dieser verlauste yes. Und zweitens, dieser verlauste yes. Und zweitens, dieser verlauste yes. Und zweitens. Okay, Oh, ich trage erstaunlich viele Hygieneartikel ja, mit mir super. Rum. Wenn das ein Omen sein soll, so sei es hiermit ignoriert. Darauf sind schon genug Zahnpastaflecken. Wollen wir doch mal hoffen, dass das Zahnpastaflecken sind. Darauf sind schon genug... Wollen wir doch mal... Ich hab doch Okay. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Ich glaube, ich habe Problem. Das würde ich... Er lässt sich nichts mehr kombinieren. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr Platz. Ich behalte die Sachen. Da ist eh viel. Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. Natürlich. Gedöns. Aber das mit der Zahnpasta und mit der Türklinke. Das, hat das nicht irgendeine Bedeutung? Aber die Frage ist, wo haben wir denn noch Türklinken? Wisst ihr, was ich meine? Ja gut. Wir gucken einfach mal in der nächsten Folge, ob wir da noch drauf kommen. Gerade stehe ich ein bisschen auf den Schlauch, aber das ist manchmal so in diesem Spiel. Sehr häufig sogar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.